Undankbare Kreatur! Kaum kehrt man ihr den Rücken schon, macht sie sich aus dem Staub. Die reine Bosheit. Nur weil ich alt bin, ihr nicht mehr nachrennen kann. Das macht ihr einen Heidenspaß. Ich weiß, warum sie so davon matschen. Sie schämt sich, von einer alten Hexe versorgt zu werden. Einem armen alten Weib, verlassen allein im Gebirge. Und weit und breit kein Mensch. Ja, ja. Eine alte Hexe, hinter der die Weiber hertuscheln im Dorf. Jeder Hund nurrt mich an. Die Männer spucken aus, wenn ich vorbeigehe. Und die Mütter zerren ihre Kinder ins Haus, damit sie nur ja nicht Fieber bekommen. Vor lauter Schrecken. Na, na! Einmal, da war dieses Tal voller Stimmen, voll emsiger Mühe, voll von Menschen und Maschinen, wo die goldgleißende Ader durch den Berg zog, waren die Knappen wie Maulwürfe hinterher und wühlten sich vorwärts ins lockende Gestein. Einen Schacht senkten sie bis zur Sohle, trieben Stollen durch die lichtlose Tiefe und schafften mit hurtigen Hämmern Gold zutage. Goldfunkelndes Quarz aus finsteren Flözen. Und Vater immer vorweg. Immer der Erste von allen mit Spitzeisen und Sprengladung, mit seinen beherzten Händen tapfer und tollkühn, tief ab vom Tageslicht. Und keiner so mannhaft wie er. Wie ein Strom zog er seines Weges, getragen von der Welt. Wenn Vater sprach, wurden Ungetüme zahm im Meer, Rosen blühten auf und verzaubert hing der Adler über dem betörten Land. Wie die leuchtenden Weiden des Sommers war sein Lächeln, aber sein Stirnrunzeln war wie die Eiszeit und sein Zorn das Ende des Erdballs. Ach, dass er enden musste. Sein Leib zerfetzt von einem Wetter tief unter Tag. Verloren. Hinweg. Ein Niemand. Ein Nichts. Als sei er nie gewesen. Ein Dammhirsch war er unter den Wichten. In einer unwürdigen Welt. Na, na, da bist du ja, du Luder. Komm her, hierher. Na, auch gut. Bleib, wo du bist. Bleib, meinetwegen. Starr dein Spiegelbild im Wasser an und verhungere. Mir soll's recht sein. Und den Füchsen bestimmt auch. Die werden dir sehr bald den Hof machen. Pass nur auf. Na, na, komm her, auf der Stelle. Na, warte nur, bis ich einen Stein gefunden habe. Dummes Ding. Den Kopf werde ich dir zerschmettern. Aha, jetzt hast du doch Angst gekriegt. Wie? Ein bisschen zu nah für deine Gemütsruhe. Davongekommen. Aber nur gerade davongekommen von dem, naja, davon eben. Von dem hässlichen Ding, das hinter jeder Ecke lauert. Von dem man aber nicht spricht. Jedenfalls seine Dame nicht. Ja, ja, recht hast du. Davon spricht man nicht in der Öffentlichkeit. Reden wir von was anderem. Denken wir an was Nettes. Ans Essen zum Beispiel. Komm mit, Nana. Komm, Zeit zum Abendessen. Zeit für gefräßige kleine Gänse. Sich den Magen vollzuschlagen. Und dann ab ins Eierpopeia. Schlaf, schlaf wohl und träume süß und flieg hinweg, hinweg über die Wipfel des Waldes, ohne dich umzuschauen nach dem armen alten Weib, das dir nachwinkt.
immer weiter und weiter, über den Wald hinweg, über die Gipfel, und da ist es endlich, das Märchenschloss. Offen steht das Tor, kein Mensch lässt sich blicken, hinein in den Schlosshof, durch die Pforte und die Wendeltreppe, hinauf in die Kemenate, hoch oben im Turm. Ach, wie dein Herz pocht, endlich sollst du ihn treffen, deinen wundervollen Gänserich, dein Gemahl, deinen Märchenprinz. Klopf, klopf. Wer da? Prinzessin Nana? Komm herein, herein, meine Liebe. Schon seit 1000 Jahren warte ich auf dich und du eilst hinein mit flatternden Federn. Jetzt tun wir zur Abwechslung mal, was ich will. Komisch, wie das ausgegangen ist, hä? Kein schöner, reicher, junger Gänserich. Nur das arme, alte Weib, das du schon ganz vergessen hattest. Ach was, da hilft kein Sträuben mehr. So, hier hätten wir einen netten kleinen Käfig für dich. Inzwischen kann ich alles andere fertig machen. Rein mit dir, nur rein. Und dass du mir schön ruhig bleibst, bis ich dich hole. Endlich bist du meine brave, manierliche Gans. Nicht schlecht da drin. Was? Luft genug und auch reichlich Platz, durch die Stäbe die Aussicht zu genießen. Genug zu essen und zu trinken und keine Sorgen. Was willst du mehr? Freiheit! Was ist das schon? Frag die jungen Leute in der Stadt. Frag, wen du willst. Frag die Sekretärinnen und die Stendopistinnen, die Schornsteinfeger und die Krankenpfleger, die Masseure und die Restaurateure, die Pillendreher und die Schulvorsteher, die Spekulanten und die Kinderwagenlieferanten, die Wechsler und die Drechsler, die Hausierer und die Tapezierer, die Advokaten und die Akrobaten, die Leichengräber und die Leinwandweber, die Setzer und die Messerwetzer. Elektriker, Politiker, Paranoiker, nur zu. Frag sie doch. Ruf sie an und frag sie nach ihrer Meinung. Und was werden sie dir sagen? Meine liebe Gans, werden sie sagen, du ahnst gar nicht, wie gut du es hast bei deiner alten Frau, die dich versorgt und dir zu fressen gibt. Und dich in einen so schönen Käfig hält. Denk nur an all die armen, bedürftigen Wildgänse, die kein Dach über den Kopf haben und ihre Eier irgendwo draußen im Freien legen müssen und die womöglich jeden Augenblick von einem abscheulichen Fuchs gefressen werden. Wir haben es auch gut, werden sie dir alle sagen. Wir können lesen und schreiben und rechnen. Unsere Käfige haben 4 Wände und ein Dach und Licht und Heizung und fließend Heiß- und Kaltwasser. Dafür brauchen wir nur Kuverts zu schreiben oder Diktate aufzunehmen oder Hebel zu ziehen. Ganz leichte Arbeit. Nur 8 Stunden pro Tag. Und den Rest der Zeit sind wir völlig frei. Wir können ausspannen und uns amüsieren nach Herzenslust. Und niemand mischt sich ein. Stell dir vor, Nana, wie furchtbar es früher gewesen sein muss, bevor es all den Fortschritt gab und die Wissenschaft, die unser Leben sicher macht. Nana, du bist sicher. Momentan jedenfalls. Sicher bist. Bis wann? Ja, das möchtest du wohl wissen. Was? Ach, wer weiß das schon? Du vielleicht? Sollen wir sagen,
bis das Unerwartete eintritt. Wann und was es auch sein mag. Und bis dahin? Bis dahin bleiben wir ruhig bei unserem alltäglichen Trott. Du hier in deinem Käfig tust dich beim Abendessen gütlich. Und ich? Ich gehe und hol inzwischen frisches Wasser. Wasser müssen wir haben, Nana. Ja, Wasser braucht man für alles. Ohne Wasser sterben wir. Im Wasser sterben wir auch. Aber das ist noch lang nicht die schlimmste Art zu sterben. Denk nur an all die Babys, die im Schlaf von großen schwarzen Katzen erstickt werden. An all die Schlittschuhläufer, die Mühlteiche trinken. An all die übermütigen Ausflügler, die vom Tanz heimfahren, bis der Wagen ins Schleudern gerät und sie in den Abgrund schmettern. Denk an all die Gänse, Nana. Ja. Wundern würdest du dich, wenn du eine Ahnung hättest, was die alles erwartet. Hungrige Habichte und freche Füchse, würgende Wiesen und lauernde Luchse, böse beißende Bären mit all ihren Krallen und Klauen und Hauern und den Pranken und Pratzen und Tatzen. Lästert nur, ihr schwarzen Raben, auf euren Felsen da oben. Schickt euren Fluch hinab auf diese Stätte des Verfalls. Ich muss Wasser holen. Augen tief in den Quell. Tränen fließen herbei. Der Turm stürzt jäh und schnell. Die Welt brach mitten in zwei. Der Schacht steht voll Wasser. Der Wind pfeift durch die morschen Hütten. Das Bergwerk liegt verwaist. Ja, als Vater starb, verschwand die Ader. Und niemand sah sie je wieder. Weg war das Gold. Keiner blieb zurück in diesem steinernen Schweigen. Außer Mutter und mir. Sie hat mich nie geliebt. Das wusste ich von Anfang an. Prüde war sie und wie Gott. Und immer hatte sie ein Gebet auf den Lippen für Vaters arme Seele. Seine Lieder machten sie schaudern. Gesündig hielt sie ihn und gotteslästerlich. Geweint hat sie viel. Eine Ertragende. Ja, das wäre ihr Lieder gewesen. So eine Gliederpuppe im blauen Anzug. Heilig und hohl und nur halb lebendig. Eine Puppe, mit der man zur Kirche fährt und die links und rechts die Nachbarn grüßt. Ich konnte sie nicht leiden, weil ich war wie er. Und er mich liebte und mich emporhob mit seinen großen Händen. Er brüllte für mich wie der Löwe. Er röhrte für mich wie der Hirsch. Wasser. Endlich haben wir Wasser. Tief im Dunkel der Nacht begruben sie die Liebe. Ein Herz klagt und wacht. Wie Laub zittern die Diebe. Lawinen. Den ganzen Nachmittag schon rollen die Lawinen, weil die Sonne auf die weißen Schneekuppen scheint.
und die nutzlosen Weiten da oben voll nutzlosen Lichts und voller Hitze sind, die nichts fruchtet. Nur unser Tal liegt immer in Finsternis. Du glaubst doch nicht, ich hätte dich vergessen, Nana. Hä? Warum schaust du mich so an? Oh, ich weiß, was du denkst. Die Alte wird langsam verrückt. Nur Verrückte reden mit sich selbst, denkst du? So was tätest du nie, was? Ah, nein. Eine fette, verständige Hausgans wie du. Sei froh, Nana, dass du nicht alt und verrückt bist wie ich. Alte Weiber sterben. So eine verständige Gans dagegen, die lebt ewig weiter. Jawohl. Sie wird fetter und fetter, während alte Weiber arbeiten müssen. Alles herrichten, Wasser auf den Herd stellen, Erbsen auspullen, schleifen das. Jetzt hätte ich mich fast verplappert. Du darfst es einer alten Frau nicht übel nehmen, wenn ihr die Zunge manchmal durchgeht. Stopf dich voll, bis du platzt. Ich bin gleich wieder da. Augen tief in den Quell. Tränen fließen herbei. Der Turm stürzt jäh und schnell. Die Welt brach mitten entzwei. Schiffe stechen in See. Der alte Diener singt. Und Schönheit wie nur je am Strick des Galgens schwingt. Na, was passt dir denn jetzt schon wieder nicht, Du kannst doch nicht immer noch hungrig sein. Was willst du denn diesmal? Eine neue Zerstreuung? Was soll's sein? Ein Ausflug zum Stadtpark? Eine Vergnügungsreise in die Südsee? Der neue Roman, von dem alle reden? Oder vielleicht ein neuer Freund? Du gehörst ja schließlich zur jüngeren Generation. Na, ich bin ja nur ein albernes, altes Weib mit altmodischen Ideen. Schritt muss man halten mit der Zeit, Nana. Sonst kommt man ins Hintertreffen. Immer noch nicht zufrieden? Wie wär's mit ein paar frischen grünen Erbsen? Immer noch quengeln. Oder vielleicht ein hübscher, kleiner Himmelsschlüssel. Na, ist ja auch eine Schande, dass man dich in einen Käfig sperrt, wo doch jedes junge Flittchen heutzutage seinen eigenen Hausschlüssel hat und ins College geht und genau weiß, wie Babys auf die Welt kommen. Die Jugend hat schließlich ein Recht darauf, ihre Jugend zu genießen. Bist du neidisch? Möchtest du gern einmal ins Dorf hinuntergehen und dich mit den jungen Leuten amüsieren? Die würden sich sicher freuen. Und dass du eine Gans bist, würde ihnen überhaupt nichts ausmachen. Die Jugend ist ja so tolerant. Die fänden dich sicher besonders fesch. Die Königin des Abends wärst du bestimmt. Und was würdest du von ihnen halten, Nana? Von den Helden der neuen Zeit, den geistreichen Freidenkern, den großen Liebhabern? Würdest du sie herrlich finden? Nein, selbst eine Gans würde bald genug hinter dem ganzen Rummel die Öde ihrer zaghaften Herzen und Hirne bemerken. Selbst du kämst bald dahinter, dass sie trotz all ihres Getues die Liebe abscheulich finden. Davon lesen und darüber schwatzen und kichern, selbst knipsen, kann man sie, ja. Aber einen wirklichen, lebendigen Menschen anrühren. Nur Seife
und Badesalz und Schaumbäder, Waschlappen, Zahnbürsten und Enthaarungsmittel, Parfüm, Puder und Pomade, Rasiercreme und Hautcreme, Hautwasser und Haarwasser und Mundwasser, Nagelfeilen, Desodoranten und Augenbrauenpinzetten können das erträglich machen. Und selbst dann muss es noch die rechte Stunde sein und das rechte Zimmer und die richtigen Kleider und das richtige Sofa und die richtige Temperatur und der richtige Mond, die richtige Musik, der richtige Alkohol, die richtigen Worte. Ah, als ich zur Welt kam, war das noch ganz anders, Nana. Die Liebe war ein Gott, der die Menschen zum Wahnsinn trieb. Kein Wort kam über die Lippen der jungen Männchen, denn sie brachte Gefahr und Tod. Und viele mussten sie mit dem Leben bezahlen, ertränkt im Fluss oder gesteinigt oder verbrannt oder lebendig begraben. Von Freiheit sprach kein Mensch auf dem Hof hier. Und Mutter ließ mich keinen Schritt aus den Augen, vor lauter Angst, Vaters leidenschaftliches Blut könnte in seiner Tochter hervorbrechen. Denn der Gott der Liebe war Vaters Freund. Ja, und auch der meine. Auch der meine. Er war es, der Gott, der mir gegen meine Mutter half, der sie mit Blindheit schlug und mich nie verriet. Heimlich kam er zu mir. Auf leisen Sohlen wie der Wind durch das Schlüsselloch. Er kam in meine Kammer, wann er wollte. Durch die Fenster, durch die Wände und niemand wusste davon. Im Hinterhof, in der Küche, beim Abspülen oder bei der Wäsche, beim Hühnerfüttern oder auf dem Feld. Plötzlich stand er neben mir und ich bebte vor Freude. Ich lag in seinen Armen und sein war meine Schönheit. Nie sprach er, nie sagte er, ich liebe dich. Nie verriet er mir seinen Namen. Aber wenn er auch sein Gesicht verbarg, ich wusste, er war aus edlem Geschlecht, ein Prinz von Geblüt, mit prinzlichen Zügen, mit hellen Augen wie ein Adler. Und als er fortging, war die Welt leer. Er gab mir den Abschiedskuss. Ich sah ihm nach, wie er mit großen Schritten die Schlucht hinauf für immer verschwand. Und als die Wolken ihn verhüllten, blieben alle Uhren stehen. Sieh auf, Nanda! Sieh hinauf! Da fliegt er, der neue Mensch! Siehst du ihn? In seiner neuen Maschine! Klatsch im Beifall, Nana. Wenn du Glück hast, winkt er dir vielleicht sogar zu. Da, da winkt er schon. Sei dich nur heiter. Zeig ihm, dass auch Gänse wissen, dass er der Herr der Schöpfung ist, dem Wind und Wellen gehorchen. Doch nur, Nana, jeden Abend um 6 Uhr, Woche um Woche, im Winter und im Sommer, bei Sturm und Sonnenschein, kommt dieses Flugzeug mit seiner Post und seinen Millionären pünktlich auf die Minute über diesen Flecken Erde. Denk nur, was für ein Triumph der Organisation. Großartig. Was für einen Verstand muss er haben. Vollgepfropft mit wunderbaren Plänen für die Zukunft der Menschheit. Für dich und für mich. Nichts ist zu klein, dass es seiner Aufmerksamkeit entginge. Er denkt an alle. Alle sind frei und gleich, sagt er. Wir alle haben ein Recht, an der Regierung teilzunehmen. Wir alle, selbst die Gänse. Selbst deine Existenz, Nana, ist im Kapitol registriert. Irgendein Beamter hat dich in ein großes Buch eingetragen unter Gänse, Hausgans.
Neben Ganglien, Gangrene, Gardinen, Garnison, Gartenbau, Gärung, Gas, Gasthaus, Gatter und Gattung. Statistisch besitzt du ungeheuren Einfluss. Professoren benutzen dich in Universitätsvorlesungen. Journalisten, Wirtschaftsprüfern und politischen Propheten bist du unersetzlich. Du hilfst Parlamentsdebatten entscheiden und bringst Regierungen zu Fall. Das Zünglein bist du an der Waage für Krieg oder Frieden. Na, bist du nicht stolz auf dich, na? Aber glaub ja nicht, der neue Mensch sei nur Verstand. Ein verstaubter Bücherwurm, müde, matt und marode. Hörst du ihn da unten im Wald, wie er den wilden Eber jagt, mit Halali und Meute? Und wenn er nicht jagt, dann fischt er oder reitet oder rudert oder schwimmt. Er springt und boxt, spielt Handball und Fußball, Netzball und Hockey. Niemand macht sich mehr Mühe als er um seine Figur und seinen Teint, um seine Brustweite und seine Bizeps. Und liebt er auch Bücher und Theater, Mutter Natur schätzt er noch mehr. Nichts macht ihm größeren Spaß, als in Blockhütten zu schlafen oder im Zelt, am Lagerfeuer Büchsen zu öffnen und sich mit seiner Frau in steiniger Wüste zu küssen und zu kosen. Aber was erhoffen sie sich eigentlich, diese Jäger, diese empfindsamen Wesen aus lichterstrahlenden Städten? Was soll die Wildnis ihnen zuflüstern? Welches Geheimnis wollen sie ergründen im Schatten der Fichten? Nichts von allem, dem sie nachjagen, werden sie finden. Der Löwe entzieht sich ihrem Blick mit leichtem Satz. In ein Versteck schnellt das gehetzte Wild. Das Einhorn zieht seines Wegs und der Schatz ruht verborgen unter dem Stein. Ihr Hilferuf wird kein Echo finden. Schon sammeln sich Wolken um den felsharten Gipfel. Schwarz zieht sich der Sturm zusammen und schickt sich an, herniederzubrechen mit seinem Regen auf ein dem Untergang geweihtes Geschlecht. Denn diese Jagdhörner sind das Geheul gehetzter Kreaturen, die Trompeten einer Truppe, die ihr Heil nur noch in der Flucht sucht und Reis ausnimmt in panischem Schrecken durch die unheilvolle Landschaft. Verfolgt von gespenstischen Schatten stolpern sie durch die Finsternis eines fürchterlichen Traums. Warum erzähle ich dir das alles, Nana? Was macht dir das schon aus, ob die Menschheit überlebt oder ausstirbt? Du stirbst zuerst. Na komm, komm, komm. Reg dich nicht auf. Nimm's doch nicht gleich so persönlich. Du bist ja nicht die Einzige. Ich muss auch sterben. Und was uns auch geschehen mag, zahme Gänse und alte Weiber, wird es noch lange geben. Das wollen wir wenigstens hoffen. Jetzt fängt es zu regnen an. Da gehe ich lieber ins Haus. Nicht schlimm. Nur ein kurzer Guss. Und sobald er vorbei ist, komme ich wieder. Bis dahin bin ich hoffentlich auch fertig. Ja, na, na. Da bist du an der Reihe. Machtest du am Scheidewege, ob dein Ritter
Mitternacht. Opferstolz mit Falk und Beute stürmt entlang den Pfad. Suchst du ungeduldig unten auf dem Meeresgrund, im verlassenen Wrack des Schiffes goldenen Schlüsselbund. Tritt doch ein, das Schloss, das Leere wartet nur darauf. Steig hinan die Marmortreppe, reiß die Türen auf. Schreite durch den leeren Ballsaal, endlich wird es Licht. Blas das Spinnweb weg vom Spiegel, schau dir ins Gesicht. Zieh den Dolch hervor und stoß ihn in dein falsches Herz. Lass das Suchen und das Sehnen, fort ist aller Schmerz. Ja, ja, ich komm ja schon. Wie hat der Regen meiner lieben Nana gefallen? Hat er sie ein bisschen erfrischt? Sieh mal. Oben scheint schon wieder die Sonne. Es wird doch noch ein schöner Abend. Gut wird der Tag enden. Für uns alle. Aber ich muss dich warnen, Nana. Der Wetzstein macht einen höllischen Lärm. Tut mir leid. Aber es muss sein. Das Leben ist nun mal nicht immer angenehm. Gänse müssen fett werden. Alte Weiber müssen Messer fetzen. Warum? Wozu? Das fragt man sich. Und wer weiß die Antwort? Wozu sind wir da? Warum hören wir nicht einfach auf zu leben? Sonntagabend, Nana. Zeit für brave Leute, ihr Gebetbuch zu nehmen, mit ihren lieben Kinderchen zur Kirche zu gehen, auf der Bank zu knien, Gebete nachzumurmeln, Choräle zu singen, die Predigt anzuhören und sich fein höflich versichern zu lassen, dass für die Gerechten alles irgendwie recht und gut ausgehen wird. Der Herr Pfarrer ist ein moderner Mensch, verbindlich milde, wohlbelesen in den neuesten Theorien der Physik und der Astrophysik. Er ist die Toleranz in Person. Das Höllenfeuer ist eine veraltete Idee. Denn sein Gott ist Mathematiker und eher wie ein Mensch. Er versteht voll auf und erwartet nicht allzu viel. Geschäft ist schließlich Geschäft. Die Wollust, ein natürliches Bedürfnis, genau wie das Essen. Und nach dem Gold der Gnade auszuziehen, bedeutet eine mühselige Reise. So vergibt er denen, die da straucheln und träge werden und das Licht nicht mehr suchen. Denn der Allvater ist stolz auf seine schmucke Welt. Er nimmt sie auf die Knie, Nana, so wie ich dich jetzt nehme, und streichelt ihr Lächeln über den Rücken, bis sie sich krümmt vor Vergnügen. Mit den Fingern fühlt er ihren besiederten Nacken und nennt sie seine Tochter und sein liebes Kind, seinen Schatz, seine Prinzessin, seine kostbare Gans, wie sie strahlt ihn in die Augen und ist glücklich, so glücklich. Denn der Sonnenuntergang ist so schön. Und die Glocken läuten, wenn sie sich auch wundert,
warum seine liebenden Hände sich so festhalten, dass sie nach Luft schnappen muss. Vater, was ist? Was habe ich getan? Vater, warum hast du so ein grausames Gesicht? Vater, erinnerst du dich nicht? Ich bin die Welt, die du geschaffen hast. Vater, ich bin so jung und so weiß. Ich will nicht sterben. Vater! Wir brachten Im Tal der Finsternis, ein Hörspiel von Winston U. Orden, aus dem Englischen übersetzt von Hans A. Hammelmann und Marianne de Barth. Die Darstellerin der alten Frau war Tilla Durieux. Komposition Oskar Sala. Regie Fritz Schröder-Jahn. Produktion Bayerischer Rundfunk in Koproduktion mit dem Norddeutschen Rundfunk aus dem Jahr 1964.